dem die Konfirmandinnen und Konfirmanden auch mitgearbeitet haben. Eigentlich ist es Tradition, dass wir an Weihnachten im Weihnachtsgottesdienst die Konfirmanden auch beim Krippenspiel mitspielen lassen. Aber Sie wissen, dieses Jahr ist vieles anders. Deshalb haben wir uns was Besonderes ausgedacht, einen besonderen digitalen Gottesdienst, aber auch ein besonderes Krippenspiel. Lassen Sie sich also überraschen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns beten. Guter Gott, vieles ist dieses Jahr anders. Ein Virus hat uns fest im Griff. Und wir mussten schon sehr kreativ werden, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Aber den Kontakt zu dir haben wir nie verloren. Du hast uns immer begleitet. Du bist immer für uns da. Und deshalb fällt Weihnachten auch nicht aus. Ganz besonders nicht in diesem Jahr. Es ist also nicht Weihnachten trotz Corona, sondern ein Trotzdem. Dafür danken wir dir. Amen. Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium in Kurzform. Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus der Stadt Nazareth ging er nach Bethlehem zusammen mit Maria, die war schwanger. Während sie dort waren, brachte Maria ihren Sohn zur Welt und legte ihn in eine Futterkrippe in einen Stall, denn sie hatten woanders keinen Platz gefunden. In der Gegend waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nachtwache bei ihren Herren. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und sie hatten große Angst. Aber der Engel sagte, habt keine Angst, ich bringe euch eine große Freudenbotschaft. Heute ist der Retter geboren worden, Christus der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es liegt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war der Engel umgeben von ganzen himmlischen Engelsherr. Die lobten Gott und riefen, Gottes Friede kommt auf die Erde. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist. Sie liefen, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Und alle staunten über das, was die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Maria ruft Josef an. Ungeduldig wartet sie darauf, dass er abnimmt. Als er rangeht, beginnt Maria direkt zu sprechen. Ach Josef, endlich erreiche ich dich. Hast du schon gehört? Die Regierung will, dass wir uns alle zählen lassen. Aber nicht irgendwo, sondern da, wo wir geboren wurden. Jetzt müssen wir nach Bethlehem. Aber eins sage ich dir, mit Corona gerade fahre ich sicher nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Maria, beruhig dich. Ja, ich habe davon gehört. Aber mach dir keine Sorgen. Da nehmen wir eben die Drahtesel. Drahtesel? Das Fahrrad. Josef, ich bin hochschwanger. Da fahre ich sicher kein Fahrrad mehr. Stimmt.
blöde Idee. Dann frag ich meinen Cousin. Der fährt uns. Schließlich sind das zwei Haushalte in einem Auto. Und ich reserviere uns schon mal ein Hotel. Ich rufe dich später nochmal an. Tschüss! Er ruft direkt in einem Hotel in Bethlehem an. Der Gastwirt nimmt ab. Guten Tag! Ich möchte für mich und meine hochschwangere Frau ein Zimmer reservieren. Wegen der Volkszählung. Sie wissen ja. Guter Mann, ich darf Ihnen kein Zimmer vermieten. Wir haben Beerbungsverbot. Was? Das gibt's doch nicht. Ich kann mit meiner Frau nicht mehrere Tage hinfahren und wieder zurück. Das schafft sie in ihrem Zustand nicht. Gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit, uns unterzubringen? Naja, eine Möglichkeit gibt es vielleicht. Ich habe einen Stall. Da können Sie bleiben. Ist doch an der frischen Luft. Wir sollen ja nicht so oft in engen Räumen sein. Okay, besser als nichts. Vielen Dank. Wir machen uns gleich heute noch auf den Weg. Durch Corona sind auch die Hirten im Homeoffice. Ihre Schafe stehen teilweise im Garten, teilweise in der Garage. Der Chef der Hirten bekommt plötzlich einen merkwürdigen Anruf. Er nimmt ab. Seid gegrüßt, mein Herr. Habt keine Angst. Der Heiland ist euch geboren. Moment mal, wer spricht da? Ich bin der Engel Gabriel. Ich habe eine Botschaft von Gott. Ja, ist klar. Ja. Übers Telefon kommt die Nachricht leider nicht so gut rüber. Sie wissen ja, Social Distancing und so. Aber um es euch zu beweisen, müssen Sie einfach nur aus dem Fenster schauen und dort ist ein riesengroßer Stern. Und sowas haben Sie noch nie gesehen. Sie müssen einfach mit Ihren Leuten dem Stern folgen und er geleitet euch dann zum Retter der Welt, der heute geboren wurde. Ja, schon, ich sehe den Stern. So richtig vorstellen kann ich mir es auch nicht. Na gut, manchmal muss man glauben, denke ich. Und hey, im Moment gibt es sowieso wenig zu tun und man soll ja viel in die frische Luft, also ich sag meinen Kollegen Bescheid. Tschüss! Leute, ich muss euch unbedingt was erzählen. Er berichtet von dem mysteriösen Anruf. Hört sich verrückt an, aber ich wäre dabei. Das Problem ist nur, wir dürfen da nicht zusammen. Wir sind mehr als zwei Haushalte. Und wie das mit dem Abstand zu machen ist. Jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Wenn er wirklich Gottes Sohn geboren ist, dann dürfen wir es auch nicht verpassen. Wir gehen einfach nacheinander mit Abstand da rein. Ach Leute, ich bin leider echt raus. Ich gehöre zur Risikogruppe. Hey, das verstehen wir natürlich. Dann ziehen wir anderen drei los. Ich habe auch neue FFP2-Masken dabei, die sollen ja sogar besser sein. Hört sich verrückt an, aber ich wäre dabei. Alles klar, bis gleich. Ich warte dann in 1,5 Meter Entfernung auf euch. Die Hirten treffen sich unter den bestehenden Hygienemaßnahmen und machen sich mit 1,5 Meter Abstand auf den Weg zu Maria und Josef, um das Kind zu sehen. Dort angekommen bleiben sie immer zwei draußen stehen, damit nicht zu viele Menschen im Stall sind. Und natürlich tragen sie alle Masken. Zuerst betritt der Hirtenchef den Stall. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Wir sind gekommen, um ein besonderes Kind zu sehen, das heute hier geboren worden ist. Ach, da freuen wir uns aber, dass Sie trotz dieser schweren Situation mit dem Virus den Weg auf sich genommen haben. Das ist unser Sohn Jesus. Er ist wirklich etwas ganz Besonderes. Was ist los, Chef? Das am Telefon war wirklich ein Engel. Und er hatte recht. Das Kind ist wirklich der Retter der Welt. Aber geht und seht es euch selber an. Auch die anderen beiden betreten den Stall nacheinander. Sie erkennen direkt, Jesus ist etwas Besonderes. Alleine, wenn er sie ansieht, gibt er ihnen Hoffnung. Als sie den Stall verlassen, sind sie glücklich und voller Zutrauen, dass alles gut werden wird. Und mit diesem Gefühl machen sie sich auf den Weg nach Hause. Nachdem die Hirten weg sind, unterhalten sich Maria und Josef. Es ist wirklich eine schwierige Zeit gerade. Ja, das ist wahr. Aber weißt du was? Auch in so einer schweren Zeit merke ich ganz deutlich, dass auch jetzt Wunder geschehen. Unser Kind ist geboren. Es ist gesund und wenn ich es ansehe, dann merke ich, er ist wirklich etwas Besonderes. Wenn ich Jesus ansehe, dann habe ich keine Angst mehr.
Ich weiß, alles wird gut werden. Mit dem Wissen stehe ich auch heute die kommende Zeit durch. Ja, irgendwie hast du recht. Man sollte wirklich das Schöne in dieser Zeit sehen. Genau. Und deshalb wünsche ich dir und allen Menschen da draußen jetzt ein wundervolles Weihnachtsfest. Zu allen Singles, zu allen, die traurig und einsam